Auf der kleinen Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii herrscht Ausnahmezustand. Bei den verheerenden Busch- und Waldbränden auf Maui sind nach Angaben der örtlichen Behörden bislang mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Alle Opfer seien in der am stärksten betroffenen Küstenstadt Lahaina im Nordwesten von Maui gestorben, teilte der Bezirk Maui County mit. Zudem habe es Dutzende Verletzte gegeben, berichtete der Sender Hawaii News Now. Der bei Touristen beliebte historische Ort sei weitgehend zerstört. Auf Hawaii geborene oder lebende Prominente reagierten geschockt. Zitat: Es ist schwer, einige der Bilder zu sehen, die aus Hawaii kommen, einem Ort, der für so viele von uns etwas Besonderes ist, schrieb etwa der frühere US-Präsident Barack Obama auf Twitter. Aquaman-Schauspieler Jason Momoa schrieb, er sei erschüttert und untröstlich und rief zu Spenden auf. Mehrere hundert Familien haben nach Angaben der Behörden ihre Häuser verloren. Mitverantwortlich für die sich rasch ausbreitenden Brände sei der Hurrikan Dora, der südlich an den Inseln vorbeiziehe, teilten die Behörden mit.